Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte Lauf diesen Marsch, Version 1.3. Wir fahren jetzt unsere Ball zur BGH. Und zwar zum Zwischenlagern. Wir müssen immer ein paar lagern, bevor das zur Silage wird. Das heißt, der zweite Stapelschwung ist von den Feld 44 und jetzt auch von der teilweise von den Wiesen, wo ich gerade von der 24 und 25. Muss man dazu sagen, diese Bahnen haben eine Größe von 10.000 und die haben eine Größe von, ich glaube, teilweise noch mit 4.000 oder 6.000. So, machen wir Planer auf. Dann hier ganz kurz Plan beenden, BB und abladen. So, geht's zurück. Den nächsten Schwung holen. Leider haben wir wieder Regen. Aber ich muss dazu sagen, unsere Ernte geht sowieso noch nicht, weil ist ja noch nicht reif. Einzig was gehen würde, ist jetzt Mais häckseln, das würde gehen. Aber ich ziehe jetzt mal Gras vor, weil das ist ja jetzt für mich immer wichtiger. Weil am Ende ist ja so, wenn jetzt die Wiesen gemäht sind, dann könnten die vielleicht noch einmal wachsen. Könnten, ich weiß nicht genau, ob das so ist. Schauen wir mal. Und dann, wenn es so wäre, könnten wir noch einmal Ballen pressen. Zumindest eine Wachstumsstufe. Und wenn nicht, dann ist es halt so, ne? Denn bei den Wiesen sollen ja später nach Möglichkeit Mitte, Ende Herbst noch einmal Getreide eingesät werden. Dann werden die Wiesen auch schon voll gedüngt. Also wenn ich jetzt näher den Feld Nummer 44 dünge, sobald ich die Problemballen weggesammelt habe, werde ich den Dünger aktivieren für Feld 44. Aber ich muss mal schauen, dass ich den auf Feld Nummer 25 da schon einer Probleme die Ballen wegkriege. Oder er streikt wieder, das kann auch sein. Aus eher mit einem Ballenproblem, denke ich mal. Mein Fehler gewesen, ich hätte im Prinzip mit in der Bahn anfangen müssen und nicht hier. Ah, gut. Warte mal nicht. Muss mal die Fahrung machen, ne? So, die fahren wir vorbei. Dann nehmen wir gleich die Ballen weg. Und er kann weiterarbeiten. Hauptsache die richtige Bahn. Ja, gut. So, nehmen wir um die beiden Dinger gleich weg. Denn an den tut er sich mir garantiert auch beißen, Anführungszeichen, ne? Stören. Oh, haben wir mal richtig gepackt. Irgendwann ist sie faul. Der nimmt nicht all Gras weg. Müssen wir ein bisschen korrigieren. Hier schon. Müssen wir ein bisschen einstellen. Er ist nicht ganz mittig groß. Das ist dann schlecht. So, Maus ist irgendwo anders. Und zwar werden wir hier ein bisschen verschieben. Dass der in der Mitte fährt. Dann nimmt er alles mit. Und nicht so wie da, dass er was liegen bleibt. Hier so ein bisschen Rest, aber ist trotzdem ist das es summiert sich, ne? So ein, zwei Ballen werden es auch werden. So schön. Und wir haben schon wieder
Halb neun. Ich glaub's nicht. Da habe ich morgens ein Tummel bearbeiten. Boah. Ich meine, muss ja nicht alles auf einmal sein, das muss man dazu sagen. Wenn ich mal für Dienstag hochgeladen habe, ist das schon mal gut. Dann habe ich schon was geschafft. Dann muss ich aber Dienstag entsprechend für Mittwoch hochladen und das ist dann ungünstig. Ne? Dann mache ich lieber ein paar Folgen mehr beim Bearbeiten, dann lade ich die hoch. Ein bisschen Vorlauf habe ich ja bei 7Dice. Da habe ich richtig so. Ja, das irgendwie, wenn man dabei ist, ist man voll dabei, ne? Das kann man ja auch mit mehreren Leuten spielen, ne? Ich meine, man muss immer sich um den Zeitplan einrichten, ne? Das ist der entscheidende Punkt bei sowas. Wenn ich jetzt, weil ich ja mehrere Dinge habe, also genau noch diese zwei von LS, eigentlich ist mein Schwerpunkt LS normalerweise. Ich habe damit angefangen und ich würde es nicht komplett umstellen wollen, ne? So, ich gehe jetzt rüber zu Feld Nummer 24, da ein bisschen sammeln. Der braucht noch ein bisschen hier. Dann haben wir noch die Wiese Nummer 27 und ich glaube 23 da oben bei einer anderen BGH. Also genug Arbeit. Schaffen wir heute nicht mal alles. Müssen wir in der nächsten Aufnahmesession weitermachen. Also wenn kein Autolot wäre, dann wäre das noch langwieriger. Ne? Also dann könnte man es gar nicht schaffen. Da wäre eine Einfachkarte einfach dann sinnvoll. Ne? Weil mit Autolot kannst du das erst richtig so Gas geben. Ne? Wenn ich hier noch mit dem Traktor um alles aufladen müsste, na dann, naja, dann wäre das halt so. Ne? Dann wäre Holz gar nicht machbar. Also Holz, wenn man dann sagen, okay. Machen wir halt nicht, ne? Oder wir machen nur eine reine Holzgeschichte. Aber das ist ja auch auf Dauer langweilig. Nur dazu sagen, in der reellen Welt ist es ja auch so, dass Forstbetriebe keine Landwirtschaft betreiben, ne? Also das ist ja separates Gebiet für sich. Das ist ja nur, man sagt hier, nur Holz fällen. Das ist ja ein bisschen mehr, ne? Man muss ja auch entsprechend die jungen Bäume pflegen, kann man sagen, also im Prinzip auch schützen vor dem Wildgefraß. Man muss Zäune setzen, man muss das und das machen. Ist ja viel mehr Arbeit, keine Ahnung, wie viel alles ist, aber ist nicht nur Bäume fällen, ne? Einen Ballen brauche ich noch. Einen Ballen. Und da oben haben wir einen, oder? Da oben gleich weg. Na, Pause? Yeah. Das gibt's nicht. Wir müssen dann mal gucken hier. Das ist für mich persönlich ist das schleierhaft, wieso das so ist. Ne? Er hört da also einfach mittendrin auf. Komme nicht mit. Aber nicht nur hier, das ist ja drüben genau das gleiche. Also, ein Traktor hier in Verbandmodus, drei fahren ganz normal und eine
Zum Glück der letzte haut einfach so ab, ne? Frag mich, ich weiß nicht, wieso das so ist, aber keine Ahnung. Weil es kann ja kein Fehler in dem Sinne sein, sondern muss ja irgendwo mal ganz kurz ausgehackt haben, wenn man so oder so. Weiß nicht. Das kann ja nicht so viel Leistung fressen, dass man vier Fahrzeuge fahren lässt, ne? Das gibt's ja auch nicht. Aber das macht die Sache halt so spannend, ne? Man muss ja mal schauen. Oder hier mit Kalkstreuen, das war ja auch schon öfter so gewesen, Nachschub holen und dann fuhren die irgendwo ganz langsam in eine bestimmte Richtung. Also ob da nur ein Baum kommt oder nicht, ist egal, die Richtung wird gerne gefahren, ne? Im Grunde fahren die so lange, bis Tank alle ist. Und dann sich beschweren, der Tank ist leer. Aber es, wie gesagt, das ist alles, das machen die alle in ihrer Freizeit, diese Programme nebenbei. Da soll man eigentlich froh sein, dass wir was haben, ne? Was ist denn hier, was so stört? Ich dachte, man fahren mal so ein bisschen so rein hier in die Walachei, ne? Boah, das ist nur der Arschweg, kann hier sitzen. Grunde ist die erste Folge und die zweite Folge Überlänge hätten wir schon geschafft. Ist so. Wenn du die 15 Minuten ziemlich genau einhältst, dann bist du mit 2,5 Stunden die 12 Folgen erledigt. Und so, na gut, ich rechne immer ein bisschen mehr, das ist ja auf die Sekunde genau, das klappt da sowieso nicht. Soll auch nicht so sein. Wenn man es hochrechnet, ist das so, ne? Auch mit Bearbeiten ist es auch schon zu merken, dass eine Bearbeitung eines Videos, was sehr lange ist, dauert halt auch länger, ne? Also doppelte länger als eine normale Folge. Genau gleich mit Hochladen, ne? Also ich denke, viele haben entsprechend da, ich will nicht sagen Probleme, aber halt, wenn die Leistung nicht da ist beim Hochladen, dann hast du schon ein Problem. Zeitlich gesehen, ne? Ich persönlich kann sagen, ich habe ziemlich schnell mit 50 Megabits pro Sekunde. Ich mache halt ein Video fertig, zack, und mache abschließen, geplant, und dann mache ich das nächste Video, ne? Und nach rund 2,5 Stunden bin ich mit durch. Ich muss drehen. Vorbeigefahren. Der plappert. Ich wollte noch düngen, ne? Düngen machen wir auch gleich. Na, heute nicht mehr. Das lohnt sich nicht mehr. Dann müssen wir nämlich mal kurz speichern und ach nee. Machen wir nächste Folge. So. Hier ein paar Ballen holen. Also, ich sag mal, der eine Traktor sagt schon, ist Feierabend, Schluss. Er hat gerade mal einen Ballen und steht wieder. So. Muss ich was so sagen? Nee, ne? Aber das ist ein reiner Zufall. Ja. Muss ich mal schauen, mal kurz dabei bleiben. Und ein bisschen Bein strecken. Ah. Ja, Folgen zählen, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Na, das passt. Dann kann ich mir kurz was zu essen machen. 8:30, ja gut. Ich habe auch später Mittag gegessen, um dazu sagen. Das ist im Urlaub ist das so. Wer lange abends zockt, der lenkt, der schläft auch früh länger, ne? Und da geht alles automatisch nach hinten die Zeit. Das wird lustig. Übermorgen. Dienstag früh um 3:30 aufstehen. Oh. Das wird lustig. So, der andere fährt noch schön. Einer fährt und einer wird mal stehen, ne? Komisch. Ich könnte natürlich auch den Takter tauschen, aber das ist ja Quatsch.
wäre eine Option, ne? Aber gut, für heute. So, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Schaut mal wieder rein, wenn ihr Zeit habt, ne? Ich danke dafür. Das Abo übrigens kostet nichts, ne? Macht keine Verpflichtung, kann erreichen. Ist nur rein symbolisch gesehen. Schön zu sehen, wenn ein oder andere mehr ist. Und seid auch ein Dank dafür. Und seid mal schön und wie ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.